For so. Zitat von dem Amazon-Gründer und Amazon-Chef Jeff Bezos. Every day is day one. Jeder Tag ist der erste Tag. Herzlich willkommen in meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Dirk Kräuter. Und in diesem Video geht es um das Thema Ziele. Wie wirst du erfolgreich, indem du auch mit Zielen arbeitest? Ist nicht das Einzige, es gibt mehrere Faktoren, aber das ist ein wichtiger Faktor. Also, every day is day one. Das bedeutet, du musst nicht warten, um dich mit Zielen zu beschäftigen, bis dass wir den 1. Januar haben oder bis dass du Geburtstag hast oder bis dass das Quartal zu Ende ist. Du kannst dich jeden Tag aufs Neue damit beschäftigen. Nicht nur du kannst, du musst dich jeden Tag aufs Neue damit beschäftigen. Every day is day one. Im Vertrieb gibt es so ein Prinzip, das heißt, es gibt keine schlechten Tage. Ah, ich habe heute einen schlechten Tag gehabt. Nein, es gibt keine schlechten Tage. Es gibt maximal schlechte Stunden. Du kannst mal einen schlechten Kundenbesuch gehabt haben. Du kannst ein schlechtes Telefonat gehabt haben. Vielleicht eine schlechte Stunde, aber du hast keine schlechten Tage. Also mach dir das bewusst hier oben. Es gibt keine schlechten Tage. Und jedem Tag kannst du die Chance geben, dass er der Beste in deinem Leben wird. Also every day is day one. Es gibt so viele Menschen, die sind mit ihrem Leben gerade unzufrieden. Die haben so dieses Gefühl, da muss es doch noch mehr geben. Die gucken dann irgendwie bei Instagram und sehen, was für ein Leben andere Leute führen. Wobei es ist meistens irgendein Fake-Leben dann. Aber die sehen Autos, Häuser, Reisen, schöne Männer, schöne Frauen, Sixpack, was auch immer. Und denken, wow, die anderen haben ein viel schöneres Leben als ich. Und sie wünschen sich auch so ein Leben. Aber es reicht nicht, dass du es dir nur wünschst. Wünschen ist ein Anfang. Aber das Entscheidende zwischen Wunsch respektive Vision ist, dass du daraus Ziele machst. Ziele bedeuten, dass du das Ganze auch später wirklich mit Maßnahmen hinterlegst und daran arbeitest. Man geht nicht raus und hat ein schönes Leben. Man geht raus und macht sich ein schönes Leben. Man geht nicht raus und hat Erfolg. Man geht raus und macht sich den Erfolg. Also mach dir den Erfolg. Es fängt vorne an. Es fängt vorne an, dass du sagst, ich habe eine Vision. Und deine Vision entsteht, indem du vom Ende her denkst. Wo willst du am Ende deines Lebens rauskommen? Oder wo willst du am Ende der nächsten 5 oder 10 Jahre stehen? Denke vom Ende her. Also was soll dabei rauskommen? Ich habe Karl S. vor einiger Zeit getroffen und habe dann mit ihm im Auto darüber gesprochen und habe gesagt, Mensch Karl, ich würde gern einen englischsprachigen Podcast machen. Ich habe so viel zu sagen. Und es gibt noch so viele Menschen, die Deutsch nicht können, die ich nicht erreiche. Ich würde gerne einen englischsprachigen machen. Was hältst du davon? Dann sagt er, ja, wenn man vom Ende her denkt, was soll am Ende dabei rauskommen? Hast du ein Produkt, was du verkaufen kannst am Ende? Auf Englisch? Nein. Hast du ein Seminar, irgendein Event, was du auf Englisch verkaufen kannst? Nein. Dann sagt er, okay, warum willst du es dann machen? Du kannst es als Hobby machen, aber warum sollte ich das jetzt wirklich aus wirtschaftlichen Gründen auch machen, dass es Sinn macht? Vom Ende her denken, also bevor du irgendwas beginnst, denke vom Ende her. Wo willst du hin? Der erste Punkt ist eine Vision. Wie soll das aussehen? Und ich empfehle dir, mach als erstes ein Vision Board, ein Visionsbrett. Hol dir Zeitschriften, Kataloge. Oder schau im Internet und druck dir die Sachen aus. Und dann schneid sie aus und kleb die Bilder zusammen. Und dann mach dir eine Collage, eine Bildcollage. Wie soll dein ideales Leben aussehen? Wie sieht dein Partner, deine Partnerin aus? Was für ein Auto, was für ein Haus? Was für einen Beruf? Was machst du täglich in dem Beruf? Wie viele Mitarbeiter willst du haben? Welche Länder willst du besuchen? Wie willst du reisen? Visualisiere es. Es ist so unfassbar wichtig, das zu visualisieren. Es gibt da so schöne Beispiele. Also, visualisiere es, ein Vision Board. Jordan Belfort, zum Wolf of Wall Street, hat immer am ersten oder am zweiten Arbeitstag eines neuen Mitarbeiters, hat er mit dem Mitarbeiter ein Vision Board gemacht. Weil es ist viel wichtiger, das Warum zu klären. Warum willst du irgendwo hin?
statt wie kommst du dahin. Das wie kommst du dahin, das ist nachgelagert. Also er ist mit seinen Mitarbeitern hingegangen, hat geguckt, okay, warum arbeitest du hier? Warum willst du jeden Tag kommen? Warum willst du jeden Tag Attacke machen? Was ist dein Warum? Und dann wurde diese Collage gemacht. Vielleicht hast du den Film The Secret gesehen. Ein ganz bekannter Film, vor 10, 15 Jahren ist der rausgekommen und er wurde mega gehypt. The Secret. Und The Secret ist sehr geil. Gibt's gratis bei YouTube, guckst dir da an. The Secret ist super. Es beschäftigt sich damit, dass unser Unterbewusstsein aktiv daran arbeitet, ohne dass wir groß darüber nachdenken, unsere Ziele zu erreichen, unsere Wünsche zu realisieren. Der Haken bei The Secret ist, es fehlen die konkreten Maßnahmen. Also, Vision Board, super. Ziele runterbrechen, super. Und dann endet The Secret. Aber jetzt geht's erst los, weil jetzt musst du dir Wege überlegen, wie du das alles erreichen kannst. Das ist ganz entscheidend. Also, der Unterschied zwischen einer Vision, einem Wunsch und einem Ziel ist, ein Ziel ist messbar. Du willst gerne mal 4 Wochen durch Australien reisen? Okay, wann? Wann willst du das tun? Ein Ziel wird es erst dann, wenn du sagst, ich werde am 1. Januar 2021 das neue Jahr begrüßen mit einem Feuerwerk in Sydney in Australien auf dem Platz der Oper. So, und jetzt machst du dir ein Bild vom Platz der Oper, am besten mit dem Feuerwerk noch. Und jetzt schreibst du dir auf, 1. Januar 2021, Sydney, Australien, ich stehe auf diesem Platz und genieße das Feuerwerk. So, das ist jetzt ein messbares Ziel. Schreib ein Datum dahinter, schreib den genauen Ort dahinter, schreib eine Zahl dahinter. Du sagst, ich will reich werden. Was heißt reich werden? Wie viel Geld willst du monatlich netto verdienen? Schreib es auf, schreib die Zahl dahin und schreib dann dahin, was machst du damit? Wie willst du es anlegen? Wie willst du es ausgeben? Was machst du damit? Also, Vision, Wunsch, Ziel, messbar. Und jetzt kommen die Schritte dahin, die Schritte, wie du daran arbeitest. Du hast beispielsweise dieses Ziel, 1. Januar 2021, Sydney, und ab jetzt rechnest du zurück. Dezember 20, November 20 und so weiter und so weiter. Du gehst zurück bis zum heutigen Datum. Und jetzt überlegst du dir, wie machst du das am besten? Was musst du wissen? Was musst du haben? Wie lange ist dein Pass noch gültig? Brauchst du ein Visum? Was kosten die Flüge? Wann kannst du am besten fliegen? Wie regelst du das mit dem Urlaub bei deinem Chef? Und so weiter. Jetzt machst du dir einen Plan. Du überlegst dir, wo bekommst du das Geld her? Du schaust, wo gibt es günstige Flüge? Du überlegst, wo kann ich günstig mit einem Rabatt ein Wohnmobil mieten für die Zeit und so weiter. Jetzt entwickelst du die Schritte und das ist ganz wichtig. So, wie viele Ziele solltest du haben? Es gibt ein spannendes Beispiel von Jack Canfield mit C. Jack Canfield, der hat eine Liste im Internet veröffentlicht, die 101 Goals, seine 101 Ziele, Lebensziele. Wir werden unten drunter entsprechend verlinken. Schau dir diese Liste an. Er hat diese Liste immer wieder angepasst. Er hat neue Ziele dazu genommen. Er hat die abgehakt, die er schon erreicht hat. Er hat aber auch welche gestrichen, die nicht mehr realistisch sind. Das heißt, er hat irgendein körperliches Problem. Ich weiß nicht, die Knie kaputt, den Rücken kaputt. Und er wollte zum Beispiel Tiefschnee fahren mit Skiern in Alaska. Und das kann er jetzt nicht mehr. Das geht aufgrund des Körpers nicht mehr. Also hat er diese Sachen gestrichen. Auch das, Ziele sind nicht statisch. Ziele sind immer dynamisch. Du passt sie immer wieder an, nur du verringerst sie nicht. Ein Ziel ist in Stein gemeißelt. Was du verändern kannst, ist die Maßnahmen, um die Ziele zu erreichen. Aber das Ziel ist in Stein gemeißelt. Gut, es gibt jetzt die Ausnahme, Knie kaputt, Rücken kaputt und dann geht es nicht mehr. Klar, dann musst du korrigieren. Aber wie viele Ziele? Als Lebensziele finde ich diese 101 Goals mega, mega cool. Ich habe auch so eine Liste von ihm inspiriert, schon vor Jahren gemacht. Da sind aber nur 30, 40 Ziele drauf. Nämlich, welche Orte will ich besuchen? Welche Orte willst du gesehen haben? Welche Menschen willst du getroffen haben? Was willst du in deinem Leben beruflich erreicht haben? Was willst du privat erreicht haben? Und so weiter. Also es sind unterschiedliche Rubriken. Mach das, setz dich hin, schreib deine Ziele auf, unterteile sie in entsprechende Rubriken. Wen willst du mal treffen?
Mit wem willst du mal Abendessen? Und geh nicht da rein, ist das realistisch oder nicht realistisch. Darum geht es nicht. Das ist Unsinn, dich selber zu begrenzen. Weil wer bestimmt, was realistisch ist und wer nicht? Das bestimmst du selber. Niemand da draußen. Du selbst bestimmst, was ist realistisch und was nicht. Glaub mir, in meinem Leben erlebe ich Dinge, von denen ich vor 10 Jahren gesagt hätte, Dirk, das ist doch nicht realistisch. Doch, ist es. Weil Realität entsteht in deinem Kopf, nirgendwo anders. Wie viele Ziele solltest du gleichzeitig verfolgen? Selbst wenn du 100 Ziele auf der Liste hast, solltest du nicht zu viele auf einmal verfolgen. Wie viele Bälle kannst du jonglieren? Also bei 3 ist es bei mir schon schwierig. Und deswegen hab nicht zu viele Ziele gleichzeitig. Schau, dass du 3, 4, 5 Ziele hast, die du gleichzeitig verfolgst. Und wenn du dann eins erreicht hast, dann machst du das nächste. Dann gehst du erst das nächste an. Weil wenn du zu viele Ziele hast, ein chinesisches Sprichwort sagt, wer 2 Hasen jagt, wird keinen fangen. Wenn du zu viele Ziele verfolgst, wirst du keins erreichen, wirst nachher nur frustriert sein. Und es ist wichtig für deine eigene Motivation, für dein eigenes Selbstwertgefühl, dass du deine Ziele auch wirklich erreichst. Deswegen lieber weniger Ziele, die du zu einem Zeitpunkt verfolgst, aber die dafür auch wirklich erreichen. Je erfolgreicher du wirst, und ich weiß, wovon ich spreche, desto mehr Optionen ergeben sich im Leben. Alle möglichen Leute wollen was von dir, wollen dich einladen zum Essen, wollen dir ihre Geschäftsidee vorstellen, wollen was auch immer. Und da sind spannende Sachen bei, natürlich, aber die große Herausforderung ist jetzt, herauszufiltern, was zahlt auf deine Ziele ein und was nicht. Und dann fokussier dich auf das, was auf deine Ziele einzahlt. Die ganzen anderen netten Gelegenheiten, die lässt du an der Seite. Du konzentrierst dich auf dieses eine Ziel. Und das ist ganz wichtig. Bill Gates ist mit seinem Vater mal zu Warren Buffett gefahren. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber ich finde die Geschichte schön. Muss viele Jahre her sein. Warren Buffett, einer der erfolgreichsten Investoren, Anleger auf diesem Planeten, Multimilliardär. Und ja, Bill Gates muss ich nicht erklären. Die fahren zu ihm hin, unterhalten sich, lernen sich kennen, verbringen Zeit miteinander. Und dann sagt der Vater zu beiden, hey, ihr würdet mir einen Gefallen tun, wenn ihr den wichtigsten Faktor für euren beruflichen Erfolg, wenn ihr den einmal aufschreiben würdet. Nehmt euch ein Blatt Papier, einen Zettel, nur einen Satz oder nur ein Wort draufschreiben. Was war der wichtigste Faktor für euren beruflichen Erfolg? So, beide schreiben einen Zettel voll, unabhängig davon, was der andere schreibt, geben dem Vater den Zettel, die Zettel steckt er ein und auf der Rückfahrt im Auto packt der Vater die Zettel aus und schaut, was ist da drauf. Und was ist da drauf? Bei beiden das gleiche Wort, nämlich das Wort heißt Fokus. Beide, diese beiden mega reichen, erfolgreichen Menschen, sagen beide, das Wichtigste für uns in unserer Karriere ist und war Fokus. Dich auf eine Sache konzentrieren, Ablenkung vermeiden. Und wenn das für die so wichtig ist, dann ist das auch für dich und für mich wichtig. Deswegen fokussier dich, lass dich nicht ablenken. Ich empfehle dir einmal in der Woche, setz dich hin, blick zurück auf deine Woche. Was hast du getan, was auf deine Ziele einzahlt? Es geht nicht darum, immer beschäftigt zu sein und fleißig zu sein und hart zu arbeiten, sondern es geht auch darum, produktiv zu sein, Resultate zu erreichen. Also, mein Tipp ist, sonntagsmorgens, wenn alle noch schlafen zu Hause oder Sonntagabend, wenn alle Fernsehen gucken oder schon im Bett sind, dann setzt du dich hin und dann blickst du auf die Woche zurück und analysierst die Woche und du schaust, was kommt in den nächsten Tagen. Und dann unterteile, was ist wichtig und was ist dringend. Dringend ist immer nur zeitkritisch, aber viel entscheidender ist das Wichtige, nämlich wichtig bedeutet, hat es eine Priorität in deinem Leben? Zahlt es auf deine Ziele ein? Das ist viel entscheidender. Bill Gates, um ihn nochmal zu nehmen, Bill Gates ist immer 2-mal im Jahr eine Woche an die Westküste gefahren und hat dort sich eine Woche lang eingemietet in ein Ferienhaus. Nur der Caterer wusste, wo er ist und er hat dann eine Woche lang Artikel gelesen, Blogs gelesen, Videos geguckt, Bücher gelesen und sich eine Woche damit beschäftigt, an seinem Unternehmen zu arbeiten, nämlich an seinen Zielen zu arbeiten. Wie oft machst du das? Wie oft nimmst du dir so eine Auszeit?
wirklich mal einen Tag raus, Handy aus, niemand weiß, wo du bist. Und jetzt einen Tag. Das kann ein Hochsitz im Wald sein. Das kann eine Berghütte sein, wo auch immer. Setz dich dahin von morgens früh bis abends spät und denk über dein Leben nach. Dein Leben ist zu wertvoll, es einfach verplempern zu lassen. Und dann schau dir an, was sind deine Ziele? Sind die Ziele noch aktuell? Wie weit bist du von deinen Zielen entfernt? Was hast du schon erreicht? Also so ein Visionstag, mindestens zweimal im Jahr, besser einmal im Quartal, das zu machen. Genauso wichtig wie Fokus ist es auch, dass du nicht immer mehr Dinge auf dich draufpackst. Immer mehr Aufgaben, die zu erledigen sind. Schau mal, ich habe so viele Bücher, dass ich einfach die Regel eingeführt habe, für jedes Buch, was ich mir neu kaufe, muss ein Buch weg. Also wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, 6 Kartons mit Büchern verlost, verschenkt bei YouTube. Die Videos findest du auch hier noch. Und jetzt habe ich wieder Platz. Und es ist einfach so, ich liebe Bücher und ich kaufe unfassbar viele Bücher. Nur die Regel ist, für jedes Buch, was ich neu kaufe, muss ein Buch weg. Mach das auch mit deinem Kleiderschrank. Für jedes neue Kleidungsstück, was du dir kaufst, muss ein anderes Kleidungsstück weg. Selbst Donald Trump, der Präsident der USA, ist hingegangen und hat gesagt, für jedes neue Gesetz müssen 2 alte Gesetze entfernt werden. Und das ist cool, weil wir sonst ersaufen in den Dingen. Also nicht immer nur mehr, sondern auch Dinge einfach rausschmeißen. Ganz wichtig ist, dass du Gewohnheiten entwickelst, Rituale entwickelst. Im Moment ist es ja total gehypt, dass man eine Morgenroutine hat. Ich kenne genauso viele Leute, die eine Morgenroutine haben und erfolgreich sind, wie Leute, die keine haben und auch erfolgreich sind. Also ich glaube, das ist sehr individuell. Entscheidend ist aber, deine Vorsätze, deine Ziele bringen dich dazu zu starten. Aber deine Gewohnheiten, die sorgen dafür, dass du deine Ziele auch erreichst. Also entwickel Rituale, entwickel Gewohnheiten, die dann genau darauf einzahlen. Und lerne Nein zu sagen. Das hört sich jetzt ganz einfach an, ist aber eine der schwierigsten Übungen. Lerne Nein zu sagen. Nein zu sagen zu, komm, wir treffen uns, komm, wir machen noch, komm doch spontan. Nein. Ich weiß, nicht jeder in deinem Umfeld wird damit umgehen können. Ja, du musst mit denen darüber sprechen, aber lerne Nein zu sagen. Beispiel, ein Freund war auf meiner Vertriebsoffensive mit 2, 3 Mitarbeitern und schickt mir danach eine WhatsApp-Nachricht und sagt, hey Dirk, möchtest du mein Feedback dazu haben? Und ich habe gesagt, nein, ich möchte dein Feedback nicht. Schön, dass du da warst, ich möchte dein Feedback nicht. Schau mal, es passte in dem Moment nicht, weil ich war platt. Ich habe 6 Wochen hintereinander nur Seminare gemacht und Vorträge gehalten. Ich war einfach platt. Und jetzt kommt er mit seinem Feedback. Und alles, was ich jetzt nicht brauchte, ist sein Feedback. Vielleicht in 2, 3 Monaten, vielleicht passt es da besser. Vielleicht bin ich dann entspannt und sage dann, Mensch, du warst doch damals da, erzähl mal. Er war schlichtweg angepisst, dass ich sein Feedback nicht haben wollte. Er hat dann rum erzählt, Dirk ist auf einem Höheflug und Dirk hört mir nicht mehr zu. Das passiert. Wenn du anderen Nein sagst, dann kann es durchaus sein, dass die das persönlich nehmen. Okay, das musst du später gerade stellen, ja, das musst du klären, aber bitte, Nein sagen ist so entscheidend, den Fokus zu behalten und deine Ziele zu erreichen. Sag Nein. Was ein richtiger Hebel zum Erfolg ist, ist, wenn du delegieren kannst. Ich habe den Vorteil, ich habe einfach rund 60 Mitarbeiter und ich kann ganz viele meiner Ideen oder Maßnahmen, um meine Ziele zu erreichen, an meine Mitarbeiter delegieren. Und ich delegiere auch bestimmt über 90% der Dinge, die meine Mitarbeiter machen können, die ich nicht selber machen muss. Und kontrolliere dann nur. Also, denk mal drüber nach. Hast du einen persönlichen Assistenten, eine persönliche Assistentin? Es gibt weniges, was so eine gute Investition ist wie eine Assistentin. Und da geht es auch gar nicht darum, wie viel Geld du verdienst. Du kannst einen virtuellen Assistenten haben. Du kannst dir jemanden in Indien nehmen, der das für dich macht. Du kannst jemanden nehmen, der nur Teilzeit diesen Job macht, der das vom Homeoffice aus macht. Oder. Aber hab
eine Assistentin, einen Assistenten, an den du etwas abgeben kannst. Das ist unglaublich wichtig. Ja, und unglaublich wichtig, das geht in die gleiche Richtung. Nicht jeder ist immer umsetzungsstark. Was hilft? Es hilft ein Coach. Hab einen Coach an deiner Seite. Du siehst es im Sport, jeder, der im Sport erfolgreich ist, hat mindestens einen Coach. Die meisten haben 3, 4, 5, 6 Coaches, für jeden Fachbereich einen speziellen Coach. Und deswegen, wenn du Probleme hast, deinen Fokus zu behalten, deine Ziele zu erreichen, dann such dir einen Coach. Eine Empfehlung? Ich habe keine Empfehlung. Sorry, ich kann dir keinen empfehlen, wo ich wirklich sage, das ist der Richtige an der Stelle. Aber ich würde immer jemanden nehmen, der weiter ist als du. Ich würde immer jemanden nehmen über Empfehlungen. Frag doch die Leute, die du in deinem Umfeld triffst, die richtig erfolgreich sind, die fokussiert sind, die ihre Ziele erreichen. Frag die doch mal, sag mal, mit welchem Coach arbeitest du? Oder kennst du einen Coach, den du empfehlen kannst? So kommst du an die richtigen Leute. Ein Coach ist immer Empfehlungsmarketing. Wenn du dir etwas vornimmst, dann bitte nicht dreimal ausprobieren und dann lassen. Was weiß ich, du nimmst dir vor, du willst ins Fitnessstudio gehen. Ja, dann nicht hingehen und sagen, ich mache mal dreimal oder ich mache mal 3 Wochen, sondern setz dir einen konsequenten Zeitraum. Ich kenne einen mega erfolgreichen Networker, der viele Millionen Umsatz macht im Network Marketing. Und der hat gesagt, wenn jemand einsteigt in diese Branche, dann soll er sich committen auf 2 Jahre. 2 Jahre Vollgas. Wenn er dann feststellt, das ist es nicht oder er kommt nicht voran, dann soll er aufhören. Aber bitte, gib einer neuen Idee überhaupt erstmal die Chance, dass sie sich entwickeln kann. Also, 2 Jahre beim Fitnessstudio, 1 Jahr, aber nicht nur 3 Wochen. Geh 1 Jahr konsequent hin, was weiß ich, 3-mal die Woche. Hab einen Trainingsplan, hab einen Coach und du wirst die Ergebnisse sehen. Aber zieh es durch, 1 Jahr. Ich habe mal eine Liste gesammelt mit typischen Ausreden von Leuten, die ihre Ziele nicht erreichen. Das ist sehr geil. Wir gehen da mal rein. Ich möchte mir verschiedene Möglichkeiten offen halten und deswegen keine festen Ziele definieren. Meine Antwort ist, wer sich alle Türen offen hält, der wird sein Leben auf dem Flur verbringen. Du musst schon mal Entscheidungen treffen für etwas, was du tust und nicht tust. Entscheidung, in dem Wort Entscheidung steckt ja drin, scheiden. Du musst dich scheiden lassen oder selbst scheiden von Menschen, Dingen, Orten, Gewohnheiten. Aber hör auf mit, ich will mir alle Türen offen halten. Dann wirst du nie etwas erreichen. Wenn ich nur mehr Geld hätte, dann wird sich auch nichts ändern. Dann wird sich auch nichts ändern, weil du wirst nicht mehr Geld haben, wenn du so weitermachst wie bisher. Weil das Ergebnis, was du jetzt in deinem Leben hast, ist das Ergebnis dessen, was du jetzt tust. Albert Einstein hat, glaube ich, mal gesagt, es gibt eine Art von Verrücktsein, nämlich immer das Gleiche tun, aber andere Ergebnisse erwarten. Wenn du dein Leben so weiterführst wie jetzt, wirst du weiterhin die Ergebnisse haben, die du jetzt hast. Möglicherweise sagst du, Dirk, ich bin glücklich, alles gut für mich, prima. Aber warum guckst du das Video dann jetzt immer noch? Wenn du in deinem Leben etwas verändern willst, dann hat das nichts mit Geld zu tun. Das hat nur was mit dir zu tun, deiner Disziplin, deinem Mindset, deiner Einstellung und deinen Handlungen. Also vergiss die Nummer mit, wenn ich nur mehr Geld hätte, dann. Ich bin heute einfach nicht in der Stimmung. Bitte? Es gibt keine schlechte Stimmung heute. Es gibt mal eine Stunde schlechte Stimmung, aber nicht einen ganzen Tag. Änder deine Stimmung. Wir Menschen können unsere eigene Stimmung beeinflussen. Änder deine Stimmung. Ich bin zu müde, dann geh früher ins Bett. Hör auf, so viel mit dem Handy zu spielen. Guck nicht so lange Netflix oder Fernsehen. Geh früher ins Bett, dann bist du auch nicht müde und dann kannst du an deinen Zielen arbeiten, um die zu erreichen. Das bringt doch eh nichts. Hey, du guckst dieses Video immer noch und sagst, das bringt doch eh nichts? Weißt du, wer das sagt? Das sind die Leute, die aufgegeben haben. Die sagen, das bringt doch eh nichts. Diese ganze Nummer mit den Zielen, das ist dann nur Stress. Ich glaube an das Schicksal. Es ist schon alles vorherbestimmt. Schalte das Video ab. Hör auf damit. Wenn du so denkst, schalte das Video ab. Macht keinen Sinn. Ich glaube an das Schicksal. Jo. Das kann doch gar nicht funktionieren. Doch, es funktioniert. Alle erfolgreichen Menschen haben einen Plan. Die haben einen Plan, wie sie da hingekommen sind. Beschäftige dich mal mit
Biografien erfolgreicher Menschen. Jeder von denen, egal ob Politiker, Sportler, Unternehmer, Schauspieler, Musiker, jeder von denen hat einen Plan und hat konkrete Ziele gehabt, die er verfolgt hat. Morgen ist auch noch ein Tag. Das ist wie in der Kneipe, da hängt immer so ein Schild mit morgen gibt's Freibier. Und dann kommen die am nächsten Tag wieder und sagen, heute gibt's Freibier. Nee, sagt er, morgen gibt's Freibier. Guck mal, steht doch da. Und so ist das auch mit den Leuten, die ihre Ziele nicht erreichen. Weil morgen ist ja auch noch ein Tag. Aber morgen passiert wieder nichts, weil morgen ist ja auch wieder ein Tag. Also, wenn du was erreichen willst, dann setz es um. Jetzt. Every day is day one. Jeder Tag ist Tag 1. Fang jetzt an. Du musst nicht warten auf Silvester, auf den ersten des Monats, auf deinen Geburtstag, auf was auch immer. Every day is day one. Fang heute an. Triff eine Entscheidung. Fang heute an. Mein erfolgreichstes Buch heißt Entscheidung Erfolg. Warum heißt das so? Weil Erfolg ist zuallererst mal eine Entscheidung. Das ist kein Prozess. Entscheide dich jetzt, deine Ziele zu erreichen. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Dafür wirst du auch in Zukunft keine Zeit haben mit der Einstellung. Weil was wir alle gleich haben, wir haben alle 24 Stunden am Tag Zeit. Niemand hat mehr, niemand hat weniger. Und dann gibt es Leute, die leben von Hartz IV und verplempern ihren Tag, ihre 24 Stunden. Und es gibt die, die Millionen verdienen und ihren Tag wirklich produktiv nutzen. Der Unterschied ist, wie nutzt du deine Zeit? Bist du beschäftigt oder bist du produktiv? Jetzt ist schon alles zu spät. Wie, jetzt ist schon alles zu spät? Ich weiß aus der Statistik meines YouTube-Kanals, dass ich deutlich älter bin als der Schnitt derer, die meine Videos sehen. Deutlich älter. Und wisst ihr was? Ich habe noch unfassbar viele Ziele. Ich habe noch so viel in meinem Leben vor. Und jetzt kommt ihr und sagt, ja, wir sind deutlich jünger, aber jetzt ist es zu spät. Alter ist nur eine Zahl. Age is just a number. Das Alter ist nur eine Zahl. Das haben sich irgendwelche Menschen ausgedacht. Rente ist etwas, was sich die Menschen ausgedacht haben vor 100 Jahren. Aber das ist doch nicht Gott gegeben. Jetzt ist es zu spät. Für was? Dafür bin ich schon zu alt, habe ich gerade schon beantwortet. Das ist mir zu anstrengend, ja. Aber du wirst in deinem Leben deine Ziele nicht erreichen, indem du nur YouTube-Videos konsumierst. Indem du bis mitten in der Nacht irgendwelche Videos guckst. So wird das nichts. Es ist geil, Videos zu gucken und ich gucke sie auch, natürlich gucke ich sie auch. Aber dosiert. Und ich schreibe dabei mit. Hast du gerade mitgeschrieben? Ich schreibe mit und setze dann um. Noch eine Idee von Karl S. Karl S. sagt, wenn ich ein Buch lese, lese ich es kapitelweise. Immer nach einem Kapitel setze ich um. Wenn ich nicht umsetze, was ich im ersten Kapitel gelernt habe, an Impulsen mitgenommen habe, dann erlaube ich mir nicht, das zweite Kapitel überhaupt zu lesen. So, bevor du jetzt gleich das nächste Video guckst und das übernächste Video guckst, beende dieses Video. Und setze um, was du jetzt aus diesem Video mitnimmst. Every day is day one. Fang heute an. Und du wärst von mir enttäuscht, wenn ich dir jetzt nicht noch ein Werkzeug an die Hand geben würde. Ich habe hier ein Werkzeug. Ich habe ein Werkzeug für dich. Das habe ich natürlich normalerweise nicht mit beim Sport. Ja? Beim Sport bin ich normal fokussiert. Aber jetzt machen wir mal dieses Video hier. Das ist das. Das ist das Zielsystem. So, hier, das ist noch ein Originalteil. Ich muss mal gucken, wir machen das Unpacking hier, Original Unpacking, dass du weißt, was kommt, wenn du dir das anschaffst. So, hier ist drin das Original Zielsystem. Das ist nochmal verpackt, sicher ist sicher. Es gibt es nur in Papierform. Warum? Weil wenn du was auf Papier schreibst, passiert in deinem Kopf etwas anderes, als wenn du was in Tasten reinklimperst. Mit Papier hast du eine komplett andere Wirkung. Also es gibt keine App, es gibt kein Programm, es gibt nur Papier. Ein Zielsystem reicht für die Zeit von 3 Monaten, 90 Tage. Es ist genau auf 90 Tage ausgelegt. Es ist auch gut, wenn du deine Ziele in 90 Tagen Blöcken, immer in Quartalen verfolgst. Ein Jahr ist für die meisten viel zu weit weg, aber 90 Tage ist absolut denkbar. Das gilt für den Sport,
das gilt für einen Beruf, das gilt für Weiterbildung, das gilt für alles Mögliche. So, ich mache einfach mal beliebig irgendwo auf. Das ist jetzt zum Beispiel, hier ist dein Zeitplansystem und hier stelle ich dir eine Menge Fragen. Das ist zum jeden Tag arbeiten und dann hast du, alle paar Tage hast du so einen Wochenrückblick. Ne? Immer nach einer Woche hast du einen Rückblick und dann kannst du gucken, wo stehe ich. Ich habe das ursprünglich entwickelt für Verkäufer, Menschen im Vertrieb, aber das geht auch für Selbstständige, für Unternehmer, für Führungskräfte. Jeder, der in seinem Leben was erreichen will, jeder, der weiterkommen will, für den ist das eine gute Sache. Also, wenn du sagst, wow, ich möchte das auch machen, dann findest du den Link hier unten drunter, da kannst du es bequem bestellen, bekommst es ganz normal mit der Post geliefert. Wenn du es ernst meinst, bestellst du dir 4 Stück, weil 4 Stück reichen genau für ein Jahr. Wenn du erstmal reinschnuppern willst, reinschnuppern in deine Zielerreichung, so ein Unsinn, dann bestellst du dir nur 1. Du weißt, was ich meine. Zu jedem Zielsystem gibt es noch knapp 10 Videos. Du kannst damit nur dann richtig arbeiten, wenn du auch die Videos geguckt hast. Also, das hier bestellen. Mit der Bestellung bekommst du den Link zu den Videos. Wenn du das Buch hast, arbeitest du die Videos durch und dann startest du tagtäglich damit, hier dich zu fokussieren. Ziele aufschreiben, fokussieren, immer wieder reflektieren, als Persönlichkeit wachsen und noch erfolgreicher im Leben werden. So, in dem Sinne, und jetzt gehe ich erstmal hier ein bisschen wieder was machen an den Geräten. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Zielerreichung. Ich bin gespannt, was du unten in die Kommentare reinschreibst. Und wenn du sagst, ich kenne Leute mit diesen Ausreden, wenn du sagst, hey, ich kenne Leute, die brauchen das ganz dringend, weil sie in ihrem Leben nicht von der Stelle kommen, nur rumjammern, dann leite dieses Video weiter. Empfiehl dieses Video. Es hilft mit Sicherheit vielen Menschen, wenn sie dieses Wissen haben und dann auch wirklich umsetzen. In dem Sinne, viel Erfolg und fette Beute.